Einstellung der Maschine. Wenn wir den Druck zu niedrig haben, dann ergibt sich folgendes Spritzbild. Man sieht also ganz deutlich, dass hier eine Fingerbildung ist. Das heißt, ein Streifen am Ende des Spraybereichs, was eigentlich der Overspraybereich sein soll. Und zur Mitte hin hat man wieder Material, sehr viel Material. Und in der Lücke gibt es eine Fehlstelle. Das Manometer steht jetzt hier viel zu niedrig bei ungefähr 60 Bar. Wenn wir jetzt das mal hochdrehen in Richtung 100 Bar, sieht man sofort, ein gleichmäßiges Spritzbild mit einem geringen Overspray-Bereich, mit einer satten Fläche, die in der Mitte ausgefüllt wird. Reinigung der Maschine im nächsten Video.